Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2 Legacy of the Void Multiplayer. Heute als Zerg im ZVZ. Beim letzten Mal lief es ja nicht so toll. Schauen, ob das im ZVZ anders wird. So, Moment, den schicken wir dahin, den schicken wir so rüber. Muss ich mal eben ganz schnell die Hotkeys ändern. Zerg, zack, ja. So, und weiter. Drohnen. Ja, dann hätte ich First spielen. Im Zerg, gegen Zerg sollte natürlich jetzt nicht so eine Riesenänderung da sein. Wobei halt Hydras stark gebufft wurden. Weiß nicht, ob die vielleicht Effekt haben. Und es gibt halt den Buff für Banelinge, die mehr Schaden machen. Vielleicht ist das auch noch was, was sich im ZVZ auswirkt. Wobei ich nicht ganz weiß. Ich meine, Dinge sterben ja sowieso an einem Baneling. Wo ist denn hier? Trefferpunkte sind halt von Banning erhöht worden. Das heißt, es dauert quasi länger, die rauszunehmen mit einem Ding. Das könnte sich schon auswirken, ne? Naja, wir werden sehen. Oh, ich habe gar nicht mit Lackerfuck geschrieben. Das tut mir natürlich sehr leid. So. Aber das passiert, wenn man so viele Hotkeys immer umstellen muss. Nervigerweise. Ich würde jetzt echt gerne gewinnen, nachdem letzte Folge ja der Start in die Saison nicht so gut war. Zack. Aber wir müssen mal sehen, ob das denn so klappt. Auf jeden Fall kein Early Pool gespielt, sonst könnte er auch nicht so früh hier zwei Overlords haben. Der natürlich ein bisschen anders geschickt, weil er halt nicht wusste, ob ich Zerg bin oder was ich überhaupt für eine Rasse bin. Wusste er halt einfach nicht, logischerweise. Von daher hat er die erstmal etwas defensiver gestellt. So, zwei Paare Linge. Drohnen können alle nach unten. Ich glaube, ich habe mich verklickt. So, und Speed erforschen. Also er hat auf jeden Fall auch Hedge First gespielt. Zwei Linge kommen bei ihm, es kommen mehr Linge bei ihm. Viele, viele Linge bei ihm. Wir bräuchten dringend Linge. Speed ist durch bei ihm schon. Das ist nicht so schön, finde ich. Okay, er morpht schon Wellenlinge. Nein! So. Nein. Aha. Mann. Habe ich hier keinen Queen mehr gebaut? Mann, warum mache ich denn solche Sachen immer nicht? Ist echt schlecht, solche Sachen nicht zu machen. Wenn ich das immer noch nicht mache. Jetzt bin ich auch noch Supply blockt. Läuft ja hier gar nichts.
kann halt nochmal confusen, das ist das Blöde. Und ich habe halt immer noch nicht die Queen wieder hier. Hat hier schon eine dritte gebaut. Okay, jetzt wird's böse für uns. Jetzt injecte doch. Inzwischen gecheckt eigentlich. Endlich habe ich mal wieder Injects. Inzwischen auch 1-1, aber das hilft mir halt nichts. Hallo, Linge. Könnt ihr vielleicht einmal darauf reagieren, was ich hier sage? Vielen Dank. So, Queenie, geh doch mal hier hin. Endlich. Nein, ihr sollt doch die Drohnen angreifen. Nein, injecte doch. Also manchmal machen die echt nicht das, was ich ihnen sage. Sehr schrecklich hier. GG! Da waren wir das ganze Spiel über hinten, muss man sagen. Nachdem der da am Anfang leider mehr Schaden gemacht hat, als ich erhofft hatte. Naja, sehr schön. Endlich mal ein Sieg. Okay, wir haben auch nur 2 Spiele gehabt. Aber egal, trotzdem. Das war eng. Das war sehr eng. Ich schaue nochmal einmal kurz zurück für euch hier.
Wir müssen das doch nochmal eben einmal kurz durchschauen. Wir sehen hier, er war im Wert der Armee konstant hier vorne zwischendurch. Sie dann irgendwann mit einem guten Hit überholt habe und in den Workern war halt so weit vorne. Ich glaube auch nicht, dass er hätte direkt rausgehen müssen. Ich hätte vielleicht die dritte nochmal abreißen können, aber ich hatte halt kaum Income, ne? Ich weiß nicht, ob er selber eine Transition hatte. Wahrscheinlich nicht, sonst wäre er nicht rausgegangen. Also, naja. Trotzdem, sehr schön. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr auf die nächste Folge klicken. Unten jetzt für ein anderes Projekt von mir. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.